Partesh Kattu ist im Knast. In der letzten Folge wurde ich hochgenommen von der Polizei, weil ich Geiseln genommen habe. Und jetzt darf ich nicht die Seife fallen lassen. Und so ging es weiter. Gut, wenn wir da durch sind, dann wünsche ich einen schönen Aufenthalt und Ich war also im Knast. Ich habe Knast immer nur in meinem Fernsehen gesehen. Und ich muss schon sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja? Hey, ich rufe gerade von der Leitstelle an. Junge, was machst du? Hast du jetzt U-Haft? Oder ich bin in der U-Haft, ja. Ich sag dir ehrlich, du musst mich herausholen. Du hast doch so viel Kontakte. Hol mich heraus mit deinem schönen einen Lamborghini-Hubschrauber, Mann. Du hast doch diese ganzen Autos. Warum hast du nicht einen Hubschrauber? Ich schaff das nicht alles. Ich schaff das nicht. Pass auf, es gibt halt eine Regel. Da gibt es einen Trakt. Der ist für die Langzeithäftlinge. Gehst du da rein, die erwischen dich. Ficken die dich. Nein, 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 nicht gut. Pass bloß nur auf. Aber wenn du nett zu denen bist, können es deine besten Freunde da drinnen werden. Eis wollte mir Gutes zusprechen, aber ich hatte Angst um meine Kokumbe. Egal was du machst, mach einfach nichts falsch, okay? Bitte, wenn ich hier rauskomme, bitte klär mir zwei Bitches, okay? Damit ich ein Ziel habe, okay? Meld dich, Habibi. Hau rein, Bruder. Guten Abend noch, tschüssi. Ich war auf mich allein gestellt. Kein Turner, keine Bitches, kein Frank. Was soll ich machen, wenn ich in einer Situation bin, die eskaliert? Was geht? Oh, was geht ab? Was machst du hier? Scheiße, sind das die Insassen, die meinte Eis? Scheiße, ich bin am Gas. Ich hab ein paar Geiseln genommen, hab ein bisschen Scheiße gebaut. Du warst das mit der Geiselnahme oben. Seid ihr rausgekommen? Ja, alle, außer ich. Ich hab mich für die aufgeopfert. Junge, du bist gegen einen Baum gefahren. Was laberst du? Ey, Jungs, wenn ihr was braucht, sag mir nicht Bescheid. Halt rein. Ich hatte Glück. Es waren nette Insassen diesmal da. Deswegen bin ich direkt nach 24 Stunden rausgekommen und dachte mir, dass ich ein neues Leben anfange. Partesh Kattu, ein neues Leben. Kein Frank, kein asoziale Scheiße. Einfach Taxi fahren. Okay, ja dann, wo bist du denn? Dann sammeln wir dich gleich ein. Okay, perfekt. Bis gleich. Adela war da und hatte Zeit für mich, dass ich einen Probetag mache. Ich habe mich so gefreut. Du brauchst mich heute vielleicht ins Praktikum? Ja, wir würden dich mitnehmen, genau. Und schon ging mein Probetag los. So, alle bitte anschnallen. Super, wo wollen Sie denn hinfahren, meine Damen? Fahr einfach mal ein bisschen rum. Ich fahre Sie an einen schönen Ort. Willkommen bei Partesh Kattu, das Taxi für Sie. Verdammte Scheiße! Was ein Honky! Willkommen bei Partesh Kattu, Ihre Taxi for Your Drive. Ich bin sponsored bei Adela. Adela, die wunderschöne Frau neben mir. Ah, danke schön. Wir fahren und ich werde eins machen, damit ich diesen Job bekomme. Danke. Ich habe mir einen Plan gemacht, Adela heute ein bisschen zu beglücken, damit sie Spaß hat und ich meinen Job kriege. Oh, wir haben unseren ersten Kunden. Hier irgendwo sein. Ja, da steht er. Guten Abend. Sie haben eine Taxi gemietet? Bestellt, ja. Lassen Sie wir, kommen Sie gerne rein. Suppi. Also, naja, er ist Praktikant, ich bin Managerin des Taxis und hinter, also neben Ihnen sitzt der Chef. Guten Abend, ich hoffe, Sie müssen jetzt keinen Schweißausbruch bekommen, alles gut. Ich hoffe, Sie haben Spaß bei meiner Fahrt. Wenn Sie ein bisschen Musik haben wollen, sagen Sie Bescheid, ja? Kannst du singen? Klar doch. Meine Mutter war eine kleine Kaka. Meine Vater war genauso kaka. Nachdem ich also gesungen habe und Adela beglückt habe mit meinem Gesang, haben wir den ersten Kunden abgegeben und Adela hat dann komische Sachen gefragt. Hast du keinen Wohnsitz gerade? Nein, noch nicht. Hab halt ein Gästezimmer. Aber nicht, dass sich was entwickelt zwischen uns beiden. Nein, da wird sich nichts entwickeln. Dann liebst du mich und dann kann ich nicht mehr weg. Und dann müssen wir auch drei Kinder machen und zwangsverheiratet. Das ist doch Scheißendreck. Ja, das ist Scheißendreck, aber das passiert zum Glück nicht. Ja, das passiert nicht. Nee, das passiert wirklich nicht. Das passiert wirklich nicht. Alles gut, du musst doch noch mich ja so fertig machen. Nur weil ich dich liebe, Spaß. Ich habe sie fast geknackt und deswegen hat sie die nächste Frage gestellt. Patesh, wie hast du Frauen so den Hof gemacht? Ich habe getanzt. Also bist du ein guter Tänzer? Ich bin ein sehr guter Mann, ja. Ich möchte das gleich mal sehen. Oh nein, 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 bitte. Ich verlieb mich nicht. Doch, sie verlieben sich im Partys. Nein, ich bin schon verliebt. Aber sie können sich noch krasser in Partys verlieben. Nein, Patesh, das passiert nicht. Bitte, Patesh. Ja, gut, einmal kurz tanzen. Wir sind an eine Ufer gefahren, an meinem Probetag und musste tanzen so, für sie. Let's go, zeig, was du kannst. Okay, seid ihr bereit? Es ist unangenehm. Du kannst aber dafür aufs Auto gehen, ne? Also ist okay. Du darfst auf die Motorhaube. Okay. Es ist ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Was sagst du? Zack, und jetzt sage ich, was ich damals gelernt habe. Ausdruckstanz? Ja, Ballett, meine Freunde. Ui. Kannst du Spagat? Sack, na klar kann ich Spagat. Ha, dir da nicht eins, zwei, drei und...
1, 2, 3 und... Wollen Sie das mal zeigen? Ja, da muss die Mutti wohl ran. Okay, gut. Was? Habe ich Sie wirklich dazu gebracht, dass sie mir zeigt, wie sie tanzt mit ihrer großen Booty? Oh mein Gott, ich kann das nicht mehr ansehen. Oh, verdammte Scheiße. Große Kunst dabei ist, sich währenddessen ausziehen zu können. Hat sie das gerade wirklich gesagt? Meine Chefin sieht sich einfach aus. Am ersten Tag. Verdammte Scheiße, ich liebe mein Leben. Alter, Adela, ich muss ja nicht dazu trainieren. Nackig wie eine Bratwurst und würzig wie eine Soße. Oh, danke schön. Eieieiei. Hans-Peter hat die Sprache verschlagen. Und jetzt alles auf sehen. Das kann ich leider nicht. Ja, das ist ein Schritt zu weit. Alter, was ist geht da denn los? So will ich immer Praktikum haben. Die Chefin sieht sich am ersten Tag einfach aus. Ich hab den Job bekommen und da musste Adela schlafen gehen. Und am nächsten Tag hatte ich dann nicht gedacht, dass mein Leben wieder den Bach runtergeht. Nur wegen einem Anruf. Ja, hallo? Wo bist du? Krankenhaus kurz. Warum? Mich nur kurz verarzten, mein Finger tut weh. Verdammt, wenn Frank anruft, heißt das nichts Gutes. Ich wurde von seinen Freunden abgeholt und sollte eine Waffe wieder kriegen. Bis gleich. Ui. Und das ging schneller als gedacht. Wir kamen an einen Ort, wo alles geplant werden sollte. Das sind sie. Aber bringt ja auch nichts. Einmal Kopfschmerzen, Digga, und wir verlieren. Die müssen uns einen Heli leihen. Irgendjemand muss uns einen Heli leihen. Ja, wieso klar, rufen wir keine Streife nach oben und sagen, da oben wird einer weggeballert? Das heißt, selbst wenn die vier Wagen hätten, die da hoch... Ich verstehe gar nichts. Ich verstehe nur, dass sie einen Helikopter klauen wollen. Dann muss das erste Ziel sein, einen Helikopter zu kriegen. Und wenn wir den haben, fangen wir mit den Geiseln an. Wieder Geiseln und Kriminalität. Ich hasse mein Leben, diesen Frank. Wir sollten uns andere Klamotten holen. Und dann hat auf einmal Frank mich getestet. Und deine verfickten Hände... Und geh auf die Knie. Geh auf die Knie. Was? Okay. Ich hab... Geh auf die Knie. Warum? Was hab ich gemacht? Was hast du den Bullen erzählt? Ich hab Bullen erzählt. Was hast du den Bullen erzählt, als du erwischt wurdest? Ich hab nichts erzählt. Ich meine das ernst. Was hast du denn erzählt? Ich hab gar nichts gesagt. Ich war meine Mutter, hab ich nur gesagt. Okay. Warum macht ihr das? Digga, ich muss doch wissen, ob du mit den Cops geredet hast, du kleiner Bastard. Ich hab mir meine Hosen fast geschissen. Er wollte einfach nur wissen, ob ich geredet habe in der Polizei. Am besten hätte ich seinen Namen sagen sollen, der kleine Biss. Dann, wenn ich höre, dass du doch was gesagt hast und mich gerade belogen hast, was passiert dann? Dann ist mein Kokumbi ein Stück kürzer. Nein, ich werde dir erst alle Zähne bei ohne Betäubung ziehen und dann werde ich dich umbringen. Das ist nicht lecker, nein. Ich hab mich scheiße gefühlt. Ich werde behandelt wie eine kleine Hure. Und dann kam die noch auf die beste Idee. Wir könnten einen Heli besetzen, indem wir den Inder auf den Kran schicken. Und sagen, er will sich umbringen. Ja, okay, machen wir. Was? Ja. Perfekt. Okay. Ranjit ruft an und sagt, hallo, hier ist Ranjit, sagst den echten Namen komplett. Ich wollte nur Bescheid sagen, es tut mir leid, wenn ihr gleich eine Leiche von der Straße runterkratzen müsst. Ich bin auf dem Kran in der Stadt und ich springe gleich hier runter. Dann legst du einfach auf. 5 Sekunden später kläre ich einen Anruf, der dahin führt, der sagt, da oben steht ein Typ auf dem Kran. Ich glaube das nicht. Ich muss meine besten Schauspielkünste, die ich in meinem Land damals gemacht habe, rausholen. Und dann ging's direkt los. Es tut mir leid, dass eine Leiche gleich auf dem Boden sein wird. Ich bin oben auf dem Kran. Mein Name ist PARTESH. Ich hasse mein Leben. Ich werde springen jetzt. Ich werde springen ganz oben. Fahr hier weg, fahr hier auf jeden Fall weg. Die Ablenkung war successful. Wir kommen ins PD jetzt rein. In der Zeit konnten wir einen leerstellenden Helikopter holen gehen. Doch dann hatten wir nicht gedacht, dass die Polizei schon Bescheid weiß. Ball los. Ihr macht jetzt nicht die Hände, wir haben Geiseln von euch. Lasst uns fahren und verpisst euch. Ja, Kollegen werden gerade eingepackt. Dreck mich nur, PD am Eingang. Fahr. Wir melden uns, verpisst euch. Fahr einfach weg. Wir fuhren weg, damit wir uns später mit anderen Leuten mit Motorrad treffen. Das war Franks Plan. Was geht ab? Sägewerk aus, ja, was geht? Du kommst bitte mit hinter uns her. Ja, keiner hat mir gesagt, worum es geht. Aber ein Helikopter, Geiseln und Motorrad, das war das Zeichen. Oh, einmal die Fresse halten und aussteigen. Dann bitte einmal aufsteigen. Jo. Bitte bring ihn auf Mount Chiliad hoch. Ich sollte einen Kollegen, einen Taxifahrer auf den Mount Chiliad bringen. Oh mein Gott, was wollen wir da oben? Oh, guck mal da, ich glaube, ihr habt schon Besuch. Da ist ein Polizeihubschrauber. Der Agent hat noch Sachen bei sich. Er hat mir versprochen, sie nicht zu benutzen, also nehmt ihm die nicht weg. Wenn er sie benutzt, tötet ihn. Die haben es wirklich geschafft. Eine Polizeihubschrauber geklaut. Verdammte Scheiße, und ich bin mittendrin. Setz dich mal hinten in den Heli und hol dich schon mal einen Fallschirm. Komm mit. Ein Fallschirm? Verdammte Scheiße? Was steht da? Bersin, Danicic, Danar, Danja. Danarja? Danarja. Danarja.
Was heißt das? Tödlich für Gefahr. Da springst du nicht hin. Soll ich dir den besten, optimalen Sprung zeigen? Wo denn? Probiert. Sag mir nicht, wir springen vom Berg. Oh, Partesh, Partesh, wenn du wüsstest, mein Freund. Wird Partesh es schaffen, in der nächsten Folge zu springen und von der Polizei zu entkommen und nicht wieder im Knast zu landen, der Piss? Wir werden es erfahren.